Das Spiel auf dem Computer zu muten. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht doppelt gehört. Guten Abend zusammen. Beziehungsweise, ja, dir einen guten Abend. Ich weiß ja nicht, wer sonst da ist. Ich dachte, ich fasse es mal was allgemeiner. Ich würde dir auch gerne den Leuten, ja, einen guten Abend wünschen, die vielleicht im Chat sind, aber sich dann halt, oder beziehungsweise die zugucken, sich aber nicht im Chat beteiligen. Die heißt natürlich auch ganz herzlich willkommen. Und ja, wir spielen heute Here They Lie weiter. Das haben wir vor einer gewissen Zeit, ich glaube, als wir The Walking Dead Season 3 angefangen haben, haben wir das mal nach dem Stream dran geschoben. Ich würde heute sehr gern weitermachen. Ich verspreche noch nicht, wie viel wir gucken werden. Ja, wie viel wir gucken werden, wie wir spielen werden. Eventuell ein bisschen länger als sonst. Tick, tock, 12 o'clock. Time to go to bed. Habe ich jetzt total verkackt? War Continue, ne? War Continue. Ich hoffe, das Spiel hat auch dann da aufgehört, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja da schon gewisse andere Sachen erlebt. Ich dann neue Games gestartet habe und da gab es keinen Save. Wenn nicht, spiele ich es halt einfach neu. Kann halt wie gesagt sein, dass ich heute ein bisschen länger mache. Versprechen werde ich da aber noch nichts. Und das ist ja auch schließlich ein Sonntagmorgen, geht auch alles wieder los mit Schule, Arbeit, Studium. Will ich ja auch nicht zu lange aufhalten, aber ich würde halt, wie gesagt, gerne mit Here They Lie auch relativ weit kommen. Damit wir nächste Woche Freitag dann mit einem der neuen Games anfangen können, die ja bei mir Freitag ankommen sollen. Da hätte ich gerne ein bisschen Platz. Deshalb gucken wir, dass wir ein bisschen aufräumen. Und ich habe keine Ahnung, ob wir hier aufgehört hatten. Ich erinnere mich nur an irgendwas mit Lava oder Feuer. Ups, da hängt ein Kabel zwischen. Okay, ich komme ja nicht hoch. Hallo. Okay. Ich glaube nicht, dass das irgendwas Gutes bedeutet. Oh, warte mal, das Spiel hat nicht gespeichert. Das Spiel hat nicht gespeichert. Das Spiel hat nicht gespeichert. Wenn jetzt von links einer kommt und es erschreckt, dann wisst ihr, das Spiel hat nicht gespeichert. Ja. Ja. Wir freuen uns heute auf Here They Lie. Nächste Woche freuen wir uns entweder auf Outlast 2 oder auf Little Nightmares. Das, steht noch nicht fest, weil ich mich auf beide Games mega freue. Aber da gerne die Zuschauer entscheiden lassen würde. Ich war doch schon viel weiter. Hat es echt nicht gespeichert. Das ist ja ein Unsinn. Das ist einfach Mumpitz. Ich weiß auch gerade nicht mehr, wie man das Spiel spielt. Ja. Yeah. Schon ein bisschen her, aber wir waren definitiv weiter. Da waren schon so Fernseher, die wir ausschalten mussten. Ups. Ja, finde ich auch cool. Ich freue mich auch schon mega. Hallo? Habe ich eine Taschenlampe? Ich hatte eine Taschenlampe. Irgendwo hatte ich eine Taschenlampe. Ah. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, womit ich sie angeschalten habe, aber ist egal. Hier war ein Fernseher, genau. Ruhe! Die Batterien werde ich definitiv brauchen. Bleib stehen, Wauwau! Ich glaube, wir hatten auch schon herausgefunden, wie man Babys macht. Das hört sich jetzt doof an, aber die Leute, die hier direkt schon gespielt haben, oder die beim ersten Stream davon dabei waren.
Reicht das? Ich glaube, ich habe gerade den Krach gemacht. Kann das sein? Nein! 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 Das war nicht ich! Okay. Die haben auch schon mit mir diese Erinnerung gefunden, wie man Kinder macht und wie man Kinder... Ja. Wie man sie behandeln sollte. Wie man sie jetzt sieht. Ah, okay, da unten ist das Rote. Das heißt, wir haben nicht so viel... Nicht so viel, was wir wiederholen müssen. Das Princess geht dir schwer überleben. Ja, zum Namen allgemein mal von... Also, Princess. Den Namen, den ich hier habe, das ist der Name von meinem ersten und von meinem Haupt-PlayStation-Account, den ich, wie man sich wahrscheinlich denken kann, mit 15 auch erstellt habe. Und mit dem ich einfach so viel erreicht habe und immer noch erreiche, dass ich ihn einfach übernommen habe. Ich bestehe aber keinesfalls darauf, dass man mich Princess nennt. Es gibt hier einige Leute, die mich auch, warum auch immer, Miss White nennen. Das sei da jedem selbst überlassen. Aber meinen richtigen Namen habe ich hier im Chat eigentlich gar nicht. Und auf den höre ich auch fast gar nicht. Selbst im echten Leben nicht. Also da darfst du gerne... Muss ich Princess sagen. Finde ich auch... Also das kann man natürlich gerne machen. Ich würde niemanden... dazu zwingen, mich Princess zu nennen und niederzuknien, ganz bestimmt. Also mit Miss White oder sowas bin ich total zufrieden. Und dass der Name nach 15 klingt, das höre ich öfters, aber um ehrlich zu sein, ist es mir egal. Es gibt Leute, die haben Namen, die finde ich deutlich kindischer. Aber die lasse ich auch in Ruhe. Oh Gott, die ganzen verbrannten Leute haben wir auch schon, ne? Denn die selber müssen mit dem Namen... Nein! Dann machen wir eine Batterien rein. Müssen mit dem Namen leben. Und es ist ja immer... Heißt ja auch immer nicht, dass... Also ich will auch im echten Leben oder so, lasse ich mich auch nicht Princess nennen. Und das nicht gerne. Es ist halt einfach nur virtueller Charakter, virtueller Name. Und deshalb, auch wenn Leute meinen Namen nicht mögen, und ich höre auch teilweise, dass der rassistisch sei und so ein Gedöns, da höre ich mittlerweile drüber hinweg. Denn ich weiß, warum ich den Namen gemacht habe und dass er definitiv nichts mit Rassismus, Diskriminierung. Oder ich stelle mich jetzt einfach mal über alle Leute und spiele Prinzessin. Damit hat das nichts zu tun. Deshalb, wie gesagt, du brauchst auch nicht königliche Hoheit sagen. Definitiv nicht. Ich glaube, dann würde ich nämlich lachen. Weil, ja. Das würde ich auch nicht ernst nehmen können. Und da ist die Loveless Fate. Hallo. So, ich glaube, genau hier hatten wir letztes Mal aufgehört. Hier stand ich und warum auch... Ah, da sind wieder die komischen Kondome. Oder? Weiß es nicht. Nein, ist kein Problem. Ich akzeptiere auch gerne alle Meinungen zu meinem Namen. Und ich meine, ich würde ziemlich naiv sein, wenn ich denken würde, alle Leute würden meinen Namen toll finden. Vor allen Dingen, wenn ich den jetzt hier auch noch bei Twitch als Streamernamen habe. Aber im Endeffekt geht es ja auch nicht um den Namen. Oder um mich, weil mir geht es einfach wie nach wie vor um die Games. Und deshalb darf natürlich auch jeder gerne seine Meinung zu meinem Namen sagen. Er hat nichts am Content. Hallo. Aber nein. Schon verstanden. Ich glaube, ich wüsste davon, wenn jemand mich hier gerne königliche Hoheit nennen würde. Ich bezweifle, dass das irgendjemand tun würde. Okay, wir haben noch Batterie, hoffe ich. Ansonsten wird es recht blöd. Und du, Konversation darfst du gerne betreiben. Du darfst gerne... Es ist so mega dunkel.
auf, auf! Ich weiß nicht, ob das so clever ist jetzt. Ah, Kacke. Wieso? Warum habe ich so unglaublich... ...blott meine ganzen Batterien? Aufgebraucht. Wer mich ärgert? Gar keiner. Guten Abend. Jetzt ärgert mich überhaupt niemand. Geh weg! Geh! Das halte ich nicht. Ja, das ist, das habe ich sogar schon mit VR gespielt, das Game. Ja, das, also zumindest das erste Kapitel. Ah, ich musste sterben. Okay, ich dachte, ich hätte gerade total verhauen. Aber da ging es ja auch sonst nicht weiter. Nein, mich ärgert niemand. Da ist jemand. Das Spiel kann man mit der VR spielen und das ist cool. Und, nein, das ist kein PC. Das ist PS4. Und das Spiel ist heute scheiße laut. Ich habe das, glaube ich, am letzten Stream schon gesagt. Ich hatte vor ein paar Monaten das Problem, dass immer das Game viel zu leise war und mein Mikro viel zu laut. Hab alles umgestellt, hat nichts gebracht und plötzlich von sich aus sind plötzlich alle Spiele viel zu laut. Und ich muss mittlerweile schon echt richtig laut schreien. Ei, ist da hinten auch zu. Spielen wir jetzt PT, ja? Ich habe aber keine Batterien mehr. Wie soll ich denn irgendwas sehen? Oh Gott, oh go. Hallo? Freunde? Wahrscheinlich nicht, Freunde. Wahrscheinlich nicht. Oder ich bin verreckt und sollte nicht verrecken und muss jetzt hier... Ey, ihr seht wahrscheinlich genauso viel wie ich und das ist gar nichts. Okay, ich sollte doch nicht sterben. Der rote Leitpunkt ist auf meiner Nase, ist ja blöd. Aber sicher aus, entweder wie Rudolf oder wie ein Clown. Wie um alles in der Welt soll ich an dem vorbeikommen? Ich sehe hier überhaupt nichts. Und Resident Evil 7, ich glaube, habe ich auch schon ein bisschen VR gespielt. Ein klein bisschen. Nee! Rennen? Kannst du rennen? Nice. Ich habe das Gefühl, irgendwer ist hinter mir her. Haben wir alle was zu lachen. Wenn ich aussehe wie ein Clown, das ist aber nicht mehr so cool. Ich hasse Clowns. Da möchte ich nicht aussehen. Ich glaube, das ist das Einzige, wovor ich echt... wo ich echt Schiss vor habe. Das sind Clowns. Das ist mein absoluter Horror. Okay, wir haben überlebt. Ich hätte doch nicht wie ein Depp einfach da stehen bleiben sollen. War eine ziemlich doofe Idee. Ah, das ist doch nervig. Das ist ja schlimmer als bei Outlast hier. Outlast hatte ich wenigstens immer noch halbwegs Batterien. Ich finde hier irgendwie gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob das ist. Ich hab dich gesehen! Lauf! Lauf einfach! Im Licht bin ich sicher. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay, ich bleibe hier stehen. Ich fühle mich hier relativ wohl. Relativ. Ich halte mich wahrscheinlich manchmal auch wie ein Clown, aber Clowns selber finde ich nicht so. Nicht so nice. Und deshalb weiß ich, dass ich diesen Film definitiv nicht gucken werde. Ich habe, glaube ich, doch, ich habe das Original geguckt. Aber ob ich mir den Remake anschaue, steht in den Sternen.
Und ich weiß leider nicht, ob man Outlast 2 mit der VR spielen kann. Ich meine aber nicht. Ich glaube, das stand nicht dabei, als ich die Trinity Edition vorbestellt habe. Dass die VR kompatibel ist. Meine ich nicht gesehen zu haben. Aber. What the fuck ist das denn? Lass mal gucken hier, wenn der rauskommt. Ich weiß nicht. Weiß, ich gucke sonst alles, aber Clowns. Das ist Überwindung. Oh mein Gott, da ist schon wieder einer. Ich mache mal die Taschenlampe aus. Kann ich da vorbei? Ohne, dass er mich umbringt. Der macht auch echt widerliche Geräusche. Ich habe auch gehört, also anfangs, als noch gar nicht sicher war, dass Outlast 2 rauskommt, habe ich auch gehört, dass es einen Multiplayer geben könnte. Bis jetzt habe ich davon nichts gehört oder gelesen, aber wär cool. Was macht der Typ? Hat er den ausbluten lassen? Kann ich mich hinhocken vielleicht? Nee, kann ich nicht. Okay, das ist ja irgendwie fies. Irgendwie. Cool wäre das auf jeden Fall. Aber wir werden es ja bald wissen. Kommt ja zum Glück bald raus. Oh, was ist das für ein lautes Geräusch? Ich fall gleich irgendwo runter, ich sehe es kommen. What the fuck? Okay. Gute Nacht und danke, dass du trotzdem vorbeigeguckt hast. Natürlich einen tollen Start in die Woche. Wo ich glaube, wir alle lieber noch ein bisschen längeres Wochenende hätten. Und die Haltbarkeit dieser Batterien unglaublich. Also, gute Qualität ist definitiv was anderes. Ja, du kriegst, es kommt am Dienstag ja raus, aber ich krieg die Trinity Edition am 28. Freitag. Ich weiß gar nicht, was ich da überhaupt einsammle. Es sind auf jeden Fall keine Batterien. Oder doch? Hallo? Ich will gar nicht wissen, wer da bei uns ist, um ehrlich zu sein. Bist du da in dem Haus? Okay. Geh, ich habe Licht. Okay, du wirst nicht gehen. Du wirst nicht gehen. Lauf! Schneller, bitte. Oh, auch nicht schlecht. Ein Waschbär, ne? Nein. Geh! Und auch nicht! Und auch nicht! Ist okay! Ist okay! Nein. Okay, diese Dinger kannst du also nicht mit Licht verjagen. Ich war ein bisschen zu optimistisch. Wow. Okay, ich bin zweimal schon draufgegangen, würde ich behaupten. Ich denke, das heißt das, oder? Zwei Tode. In 20 Minuten? Kann ich bitte... Ugh.
Nice. Wolltest du noch sehen, wie ich verrecke? Das kann ich mir vorstellen, dass du das siehst. Okay, also da hinten gehe ich jetzt nicht mehr hin, weil einfach nein. Dann gehen wir hier hin. Diese Tür, die so unauffällig aussieht. Wo es so komischerweise auch ein bisschen Licht rausstrahlt und das ganze Blut vorliegt. Da ist bestimmt safe drin. Kann ich dort rein? Die Tür geht definitiv nicht auf. Dann eben nicht. Ich habe eh keine Ahnung, wo wir genau hin müssen und was hier abgeht, weiß ich auch nicht. Ich hätte gern mehr Licht, das weiß ich. Oh. Die Trinity Edition habe ich halt vorbestellt über Amazon. Und die wird halt direkt am Release-Tag geliefert, ne? Also kommt sie am 28. erst raus. Ich würde natürlich auch lieber gerne am ersten Tag direkt spielen, aber... Mh. Ich dachte, dann habe ich gleich alle Games mal als Disc, weil ich habe die bis jetzt nur als Download gehabt. Oh. I had a toy, like this little glowworm toy. And, you know, I put it like on the lamp. You know, help to like light it up at night. And, you know, it'll stay warm and... It wouldn't make the room so dark. I didn't really like dark rooms, but it was more of like scary movies, which I knew was fake, but as a kid, you still have this imagination and everything. I don't know where my little glowworm is. I guess he got lost. Okay, und wir haben hier ein Bild, auf dem ein Fenster ziemlich stark erleuchtet ist. Okay. Ich hätte auch gerne Erleuchtung. Ein bisschen mehr Licht wäre gut. Und eine Ahnung, wo ich hin muss. Was irgendwas? Ah, das war das. Okay. Nein! Ich weiß Bescheid. Du musst dich noch mal reden. Stop! Die Tür ist gerade einfach aufgegangen. As a kid, you still have this imagination and everything. I don't know where my little ich weiß auch nicht, wo dein Glühwürmchen ist oder dein glühender Wurm, Leuchtwurm. Ich weiß nicht, was für ein Wurm du hast. Ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen, aber ich kann dir nicht helfen, Gute. Ich weiß nur, dass diese Türe hier aufgegangen ist. Und das Spiel will, dass ich hier reingehe. Ich weiß nicht, ob ich will, ob ich da reingehe, dass ich da reingehe. Ich bezweifle es. Hier war aber irgendwo links noch ein Weg, den ich nicht an... wo ich nicht reingeschaut habe. Reagieren die auf Licht oder einfach auf meine Anwesenheit? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was es ist. Seh dich! Siehst du mich auch? Bitte nicht. Bitte nicht. Du bist nackt. Boah, es ist unangenehm laut auf meinen Ohren. Als wär's direkt neben mir. Oh mein Gott, hier sieht man einfach nichts. Einfach rein gar nichts. Kommt es zurück? Oh oh. Ah, es geht weiter runter. Ich gehe zu diesem Fernseher. Oh, zu diesem Fernsehern. Hallo? Ach du Scheiße. Oder besser nicht hallo, besser nicht. Komm bloß nicht hier um die Ecke. Komm bloß nicht da um die Ecke. Ich höre den, ich weiß noch nicht wo. Scheiße.
Angst. Bisschen. Guten Abend. Ich höre jemanden da Treppen hochlaufen. Mega Schiss, dass ich gleich tot bin. Einfach schnell. Oh mein Gott, ich sehe dich sehr. Lauf. Hatte mich gesehen. Scheiße. Okay. Kannst du die Tür zumachen? Bitte. Nein, natürlich nicht. Okay. Was für ein netter Empfang. Was um alles in der Welt ist das hier? Endlich bist du nach Hause gekommen. Und alles ist am Ende. Jemand ist hier gewesen, hat seine Sachen angefasst. Hat Sachen hier liegen gelassen. Scheiße hier liegen gelassen. Die nicht von dir sind. Und das Mädchen an der Tür sagt Dinge wie: Nein, Baby, nein. Alles ist gut. Du hast es nur vergessen. Bitte, Baby. Was sind das für Schreie? Wahrscheinlich meine. Nein, das war irgendwas, was hinter mir her war. Hallo, ich mach mal auf meinem Ohr ein bisschen leiser, weil mir fliegt gleich das Ohr weg. Das war mehr als laut. Ich habe keine Batterien mehr. Ich sehe nichts. Da vorne lauert dieses Vieh. Und wo kommen die Geräusche jetzt her? Ich habe nicht das Gefühl, als wäre ich gut in diesem Game. Eher so im Gegenteil. Eher im Gegenteil. Die Tür, komm, geh auf. Oh. Irgendjemand gebe mir bitte Batterien. Bitte. Mit den Fitzelchen an Licht kann ich einfach nicht anfangen. Es wird die ganze Zeit jetzt so gehen. Okay, da geht's nicht weiter. Die Taschenlampe bringt auch, ehrlich zu sein, nicht so viel. Ich muss wahrscheinlich an dem Vieh vorbei. Aber ich will irgendwie nicht. Batterienmangel wie bei Autos. Ich finde es sogar noch schlimmer. Die Batterie ist nach einer Minute leer. Die bei Autos hält 5. Oder so unähnlich. Da ist das Vieh. Leben. Ach du Scheiße, ist eine Sackgasse. Na, super. Wehe, der kommt hier rein. Scheiße. Oh, Scheiße. Ich kann mich nicht mal ducken. Da ist es. Ich sehe es. Kommt hier runter. Also das sind glaube ich sogar noch schlimmere Batterien. Also das Vieh kommt hier runter. Ich bin tot. Das Vieh kommt hier runter. Das ist direkt vor uns. Okay. Bitte riech mich nicht. Sieh mich nicht. Oh. Dreh dich nicht um.
Wo ist es hin? Scheiße, ich weiß nicht, wo es hingegangen ist. Irgendwas palabert hier rum. Ich weiß nicht. Oh mein. Will irgendjemand übernehmen? Ich habe keine Lust mehr. Und was das ist? Gute Frage. Ich wüsste es auch gern. Glaub mir. Ich bin zu schissig. Ich würde liebend gerne jetzt da durchgehen. Oh, da ist es, da ist es, da ist es. Geh bitte nicht wieder hier rein. Es kommt wieder. Nein. Ich bin gearscht. Offiziell. Ganz, ganz übel. Ich bin in dieser Ecke hier so unauffällig wie ein geschmückter Weihnachtsbaum. Und was das ist, es ist irgendeine komische Kreatur mit Ästen auf dem Kopf. Sieht zumindest so aus. Frag mich nicht, was das darstellen soll. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich werde jetzt einfach gehen. So todesmutig, wie ich bin. Da ist es, da ist es, da ist es. Ich weiß nicht, wie ich es mich im Kerzenschein übersehen hat. Es ist einfach total blind. Aber ich bin auch gerade total blind. Ich sehe gerade auch nichts. Ich muss warten, bis das da in die Ecke geht. Wo ich im Spiel bin, ich glaube in Kapitel 2. Frag mich nicht, ob das Anfang oder Ende ist. Ich habe keinen Plan. Das Spiel nämlich auch noch nie gespielt. Und habe es auch noch nie irgendwo bei irgendwem gesehen. Ich habe so Schiss, dass das Vieh hier kommt. Ich warte einmal, bis es vorbeiläuft. Wahrscheinlich kommt es dann eh von hinten. Das Vieh kann nicht allzu schlimm sein. Es ist sehr sympathisch. Es hat mich schon zweimal getötet. Finde ich nicht so sympathisch. Gott. Ich will einfach sehen, dass es von unten nach oben geht, weil dann kann ich da lang. Sorry, dass ich total die Schissertour abziehe, aber wir müssen für Outlast uns vorbereiten. Verstecken. Weglaufen. Ruhe bewahren. Das muss ich euch übrigens natürlich noch fragen. Ich möchte nämlich... Da ist es. Für kommenden Freitag dann... Habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, entweder Outlast 2 oder Little Nightmares anfangen. Da ich einfach beide Spiele mega gern spielen würde, ist es mir persönlich fast egal, was wir als erstes streamen. Oh, scheiße, ich sehe nichts. Sehe nichts. Ich würde da euch entscheiden lassen, sehr gerne. Falls ihr das wollt. Nein, Outlast 2 kommt nächste Woche raus. Und ich habe halt die Trinity Edition vorbestellt. Sind wir jetzt weg von dem Vieh? Sag bitte einfach ja, ich sehe nämlich nichts mehr. Ich glaube, ich will nicht in den Raum, oder? Hört ihr das? Ich würde euch gerne entscheiden lassen, ob wir Outlast 2 als erstes spielen. Oh. Mich kriegst du da in den Raum nicht rein. Wer frisst da irgendwas? Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier lang vielleicht. Nee. Auch das 2 würdest du sagen. Du hast den ersten nie durchgespielt. Auf welcher Schwierigkeitsstufe hast du denn gespielt? Darf ich das fragen? Wir haben es irgendwann sogar im Nightmare-Modus durchgespielt.
Das braucht einfach Übung. Man muss einfach wissen, wann man was machen muss, dann klappt das schon. Das schaffst du, wenn du das weiterspielen würdest, auf jeden Fall. Aber Outlast 1 und Whistleblower, das DLC dazu, ist einfach so cool. Outlast 2 einfach nur mega geil sein kann. Und die Demo dazu war ja schon echt, die war echt cool. Also habe ich schon mal 2 Stimmen für Outlast. Also ich werde das einfach nochmal bei Facebook auf meiner Seite schreiben. Vielleicht sogar schon morgen, dass ihr dann ein paar Tage Zeit habt, dann zu überlegen, was ihr vielleicht sehen wollt. Das sind Kerzen. Ich finde Kerzen sympathisch. Oh, Batterien! Ah! Wer oder was bist du denn? Little Nightmares? Okay. Dann steht es jetzt 2:1 gerade. Ich. Oh mein Gott, was war da in diesem Haus? Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Es sah schon so aus wie Falle. Ach so, ja, ich meine, das kann dir keiner verübeln. Hallo? Hallo? Was ist denn jetzt los? Die Uhr macht irgendwas Komisches. Es ist definitiv nicht schlimm, wenn man sich bei Outlast in die Hose macht. Kann ich verstehen. Vor allem beim ersten Run. Hä? Irgendwie ist das wichtig, dass das dieses Licht macht. Little Nightmares, ja. Little Nightmares haben wir auf der Gamescom angespielt. Und das ist mega süß, das Spiel. Sieht mega toll aus. Irgendwas verpasse ich hier. Irgendwas... Ist rückwärts gehen eine clevere Idee? Wahrscheinlich nicht. Ich mache irgendwas falsch. Wenn ich jetzt gleich in so ein Monster laufe, was hinter mir steht, dann... Wisst ihr, was ich hier gerade übersehe? Weil entweder bin ich jetzt gerade ein bisschen zu abgelenkt dafür oder zu doof. Wahrscheinlich eher letzteres. Mach Licht! Reize 2 für Outlast, ne? Was? Merke ich mir. Vielleicht geben mir noch ein paar mehr Leute ihre Stimme ab, das würde mich sehr freuen. Weil bis jetzt doch immer, wenn ich die Möglichkeit gegeben habe, relativ wenig Leute mitentscheiden wollten. Was ich eigentlich blöd finde, weil eigentlich ziehe ich ja relativ strikt dann so die Games durch, die ich im Kopf habe. Und ich würde ja euch gerne die Möglichkeit geben, dann, dass ihr auch mal was sehen könnt, was ihr vielleicht gerne sehen wollt, was ich euch anbieten kann. Und abgelenkt, einfach von dem Ganzen hier. Das Spiel ist irgendwie krass. We're always evolving in ich weiß nicht, was abgeht. Deshalb bin ich ganz ziemlich abgelenkt. Humanity is just on a crash course to, you know, oblivion, you know. But people, weiß einer von euch, was das ist? Know that, but nobody seems to be able to do auf dem Bild? I just kind of accept the fact that, you know, we're all going to die one day and might as well make the most of it while we're here. Once you accept that, that life and death are just two sides of the same. Sieht irgendwie aus wie irgendwelche Seepocken oder so, diese Teile. Aber warum sollte er über Leben und Tod sprechen? Und so ein Gedönse. So ruhig. Können wir nicht einfach in dieser Gasse hier bleiben? Oh, Batterien. Seepocken, ne? Sah auch so aus, obwohl mich das irgendwie... Das hätte irgendwas Komisches sein können. Organisches, vergammeltes, bewachsenes... Organisches Bewachsen mit Seepocken? Who knows?
war mir nicht 100% sicher. Oh, wie geil. Es war gerade relativ hell, als sie hochkam. Halte von diesem Gang hier gar nichts. Da höre ich doch was. Oh, wir waren hier schon. Diese Uhr da unten bedeutet irgendwas. Aber was? Keine Ahnung. Doch so Seepocken stelle ich mir immer vor, in irgendwelchen Booten, die ganz lange auf dem Meer rumfahren, dass die unten alle damit bepflanzt sind. Ich glaube, in Kroatien habe ich auch schon ein paar Mal welche gesehen, an irgendwelchen Felsen oder so, aber ich war mir da nicht sicher, gerade bei dem. Das hat mich ein bisschen an, war das Krati aus Far Cry Primal? Die Maske. Daran hat es mich ein bisschen erinnert. So. Aber wir finden hier irgendwann mal den richtigen Weg. Vorausgesetzt, es gibt hier sowas wie den richtigen Weg. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Und da spielt komische Musik. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Kommt aus der Kiste? Ah, Müll. Just, you know, walking down the street just shows how people are. I hate to use the word hate, but sometimes you just have to hate people for how they are, the way they are. Okay. It's not because it's the way their mother, their father raised them. It's just the way they choose to act. Even though their mother and their father treated them well, they choose to be mean and evil because they don't get things their way. Trau, ich verstehe dich. Also, ich bin zwar nicht antisozial, aber es gibt manche Leute, die ich einfach nicht mag, weil sie gewisse Dinge tun, die einfach nicht akzeptabel sind oder nachvollziehbar. Oh nein, die Batterie lässt nach. Schon wieder. Sehen, wie lange das hält. Seepocken sind Krebstierchen? Okay, wusste ich auch noch nicht. Und an Walen gibt es die auch manchmal. Sind die dann für den Wal eher was, sowas wie Symbionten oder sind das dann eher wie Parasiten beim Wal? Die helfen doch wahrscheinlich eher, oder? Oder machen sie gar nichts? Schwimmen einfach nur mit durch die Gegend. Ich glaube, wenn ich ein Wal wäre, vielleicht merkst du es ja auch gar nicht, wenn so eine Seepocke an dir dran klemmt, aber wird das irgendwie nerven? Außer ich hätte was davon. Wenn mich die Seepocke sauber halten könnte, dann wäre das was anderes. Ich weiß nicht mehr, von wo ich komme. Ich glaube, wir müssen irgendwas mit dieser Uhr machen. Und genau dieses Irgendwas habe ich noch nicht rausgefunden bis jetzt. Ich hasse Rätsel. Ich hasse sie einfach. Muss ich einfach lang genug zuhören? Das hört sich an wie eine Bahnhofsuhr. Oder nicht, hört sich an wie eine Bahnhofsuhr, aber die Bahnhofsgeräusche, also willst du wahrscheinlich dann eine Bahnhofsuhr sein. Mach doch endlich irgendwas! Ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. Hab ich jetzt kaputt gemacht? Meine Güte, du bist echt kompliziert. Was soll ich mit dir? Die Geräusche eben auch schon gemacht? Ich glaube, diese Uhr ist kaputt. Oder ich verstehe einfach nicht den Sinn hinter ihr. Das ist wahrscheinlicher. Vielleicht in irgendein Monster. Hallo? Ich finde dich total unnötig, Uhr. Ich weiß nicht, was du bedeutest.
Oh. Hallo? Du machst auch ziemlich laute Geräusche, mein Freund. Irgendwas stimmt hier mit der Elektronik nicht. What the fuck? Bin ich da eben lang gegangen? Ich bezweifle es. Wahrscheinlich kriege ich einen Stromschlag, ne? Hallo? Probiose? Glaubt ihr, ich sterbe, wenn ich mich da drauf stelle, während das durch die Gegend fährt? Da ist was drin. Guck mal. Sie hat Namen, weißt du? Wenn du sie jemals nackt sehen solltest, kannst du sie nicht verfehlen. Damals, als sie noch jung und süß war, hat sie immer gerne mit Streichhölzern gespielt. Die ganze Nachbarschaft konnte ihre Schreie hören. Gab's da nicht diese komische Geschichte aus dem Strubbelpeter-Büchlein? Dieses schreckliche Büchlein, was definitiv niemals im Leben für irgendwelche Kinder gut ist? Mit diesem Mädchen, das mit den Streichhölzern spielt und sich abfackelt? Wo diese Katzen da sitzen und von wegen sagt, sie brennt lichterloh? Ich glaub schon. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Batterien! Nett, kann ich so gut gebrauchen, weil... Hier ist einfach absolute Dunkelheit. Gehen die ernsthaft davon aus, dass irgendjemand immer nur weitergeht, wenn hier dieses Licht kommt? Ich bleibe einfach hier stehen, denn das sah nicht gut aus und hörte sich definitiv nicht gut an. Es waren mindestens drei. Mindestens. Und einer davon hat wahrscheinlich Zahnschmerzen, sonst würde er nicht so schreien. Lass mich doch in Ruhe! Das war recherchiert. Das ist doch auch nicht schlimm. Ich glaube, ich wüsste sowas auch nicht. Ja, mein Gesicht sieht manchmal ziemlich dumm aus, das weiß ich. Besonders wenn ich nicht weiß, was abgeht. Ja, Alter, irgendjemand sitzt hier und wartet nur, dass ich irgendwas Doofes tue, um ins Gesicht zu springen. Oh, die Batterien sind schon wieder alle. So unnötig. Oh, hallo. Nein! Lauf! Lauf! Ihr habt mich gesehen. Oh mein... Lauf! Lauf! Einfach irgendwo hin. Scheißegal wo. Lauf! Verfolgt er mich immer noch? Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wie lange die einem hinterherlaufen. Weißt du, wir waren schon wieder halb tot. Und haben wahrscheinlich alles mögliche an Collectibles und Info verpasst. Ja. Von den Geräuschen, die ihr macht, hier könntest du recht haben. Aber das heißt, sie kümmern sich auf jeden Fall um ihre Mundhygiene. Das ist doch schön zu wissen. Wenn sie mich beißen, dann sind die Zähne auf jeden Fall frisch und sauber und glänzend. Und sie haben keinen Mundgeruch. Das heißt, ich falle nicht tot um, bevor sie mich gefressen haben. Das ist cool. Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Okay, das hätte man kommen sehen sollen. Hätte man. Hätte man. Nett, wo bin ich denn? Oh. Das ist mein Blut? Falls ja, dann dürfte es mir ja nicht mehr allzu gut gehen. Eine Infektion, hast du recht. Das ist nicht schlecht. Ich mache den Gamma-Wert ein bisschen hoch, weil ich sehe absolut wieder mal gar nichts.
Ich sehe nicht viel mehr jetzt, aber okay. Ah, Sewers. Outlast. Ah, ja, da die... Die Sewers da waren nicht sehr cool. Da war der Chris überall. Ah, okay, hier ist mal Licht. Hier ist Licht. Der Komodo Varanen. Oh, Vögel! Täusche ich mich oder sind das genau die, die ihre Beute, ihr Opfer beißen und dann damit entweder war das, ich weiß nicht, ob es vergiften war oder irgendwas lähmen? Und dann warten, bis da der Gegner oder das Beutetier dann so stark geschwächt ist, dass sie es einfach essen können? Dass es nicht wegläuft? Ich bin mir nicht sicher. Wow. Das Straßen oder Rohre? Kann mich auch täuschen, aber es gab da irgendeine Reptilienart, die das kann. Ich würde gerne hier draußen bleiben. Hier ist es schön hell. Geh nicht ans Telefon. Ich bin nicht da. Nein. Hallo? Giftung durch fallendes Bakterien. Ich glaube, ich hatte da irgendwie mal... Ja, hör auf zu klingeln. Ich weiß, dass du mit mir sprechen willst. Ich weiß. Es gibt ja diese Serien von wegen Mein bester Feind, wo es dann um Leute geht, die sich dann relativ gefährliche Tiere halten. Da war, glaube ich, ein Beispiel von einem Mann, der sehr viele Reptilien hatte. Unter anderem auch diese Varanart. Und von dem wurde dann gebissen und dann haben ihn alle seine lieben Tierchen lebendig aufgefressen. Nicht sehr schön. Die sind immer da unten in der Grube und wollen mehr Fleisch. Das ist schön für sie. Mich kriegen sie aber nicht. Hoffe ich. Ja? Warum ist das wichtig? Ich werde die ganze Zeit getötet. Und du kümmerst dich um Dana. Mhm. Stehst du da drüben? Frau in Gelb? Spring bitte nicht runter. Ich wollte noch ganz kurz hier durch die Tür gehen. Du wartest bitte auf mich. Du durftest bei sowas zuschauen. Ich glaube, das wäre nichts für mich. Okay, das sieht zwar auffällig aus, aber hier geht's nicht lang. Du sagst, da wurde jemand von den Ratten gegessen. Ich kann mir vorstellen, wenn man gewisse Tiere nicht füttert, dass die dann einfach echt alles essen, was sie kriegen können. Das ist bestimmt kein schöner Tod. Irgendjemand hier? Nein, sehr schön. Dann können wir weiter zu unserer... Frau in Gelb gehen. Was tust du da? Warum hast du deine Sachen da runter? Hallo? Oh. Oh no. Hast du sie gerade runtergeworfen und dann erst gemerkt, dass sie wichtig waren? Das ist ja ziemlich doof. Was tust du? Hallo? Frau? Was macht die denn eigentlich hier in dieser Gegend? Das ist ja überhaupt nicht
einladend. Du gehst jetzt aber sehr ins Detail. Ich kann es mir bildlich leider vorstellen. Ich glaube, ich werde verfolgt. Ich werde verfolgt! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Wir sind nicht gerade schnell. Das ist nicht gut. Wo muss ich hin? Okay. Nein, ist kein Problem. Also ich gucke mir auch selber sehr gerne so Dokumentation, alles in die Richtung an. Appetitlich ist das nicht. Kein Problem. Aber ich glaube, hier bei dem Spiel müssen wir aufpassen, dass wir nicht von diesen komischen Baummenschen gegessen werden. Die wirken auch sehr hungrig. Leider. Geh mal runter. Ich höre immer noch jemanden hinter mir herlaufen. Warum weiß er, wo ich bin? Lauf weiter! Der Typ ist direkt hinter mir. Oh mein Gott. Frau, rette mich. Nein, nicht weglaufen. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich werde verfolgt. Warte doch. Hallo? Boah! Du musst mich ja nicht gleich so blenden. You left all your things when you went away, you know. I ended up stacking it together. I made a little art project out of it. I don't know. I thought it might help me figure out what went wrong. I'll take my share of the blame. Sehe sehr komisch aus. I can be hard to read. But I never gave up on you. And I guess that's what hurts the most. Sind wir ein Paar? Wenn ja, dann bin ich aber relativ alt, oder? Oder sie ist sehr jung geblieben. Oder beides. Du bist nicht Dana! Geh weg! Geh weg! Was bist du? Zeig dich! Du reißt mich bestimmt an, wenn ich den Rücken zudrehe, ja? Wusste es! Oh nein! Oh nein! Mach die Lampe wieder an! Mach die Lampe wieder an! Oh nein! Geh weg! Was willst du? Ich kann dir nicht helfen! Ich kann dir nicht helfen! Was machst du da unten? Kannst du bitte deine Hand da wegnehmen? Das ist ekelhaft. Seine Freunde sagten, komm raus zum Spielen. Und sie haben ihn weit, weit mitgenommen, wo niemand einen Piep hören könnte. Und haben ihm so wehgetan. Sie haben ihn gebrochen. Und Mami geschrien. What the f... Kumpel! Lass es sein! Du bist ekelhaft! Lass mich in Ruhe! Was fällt dir denn? Er soll mich in Ruhe lassen. Ich sehe den schon von hinten auf meinen Rücken springen. Bäh. Was willst du? Ich
Beweg dich! Minimal komisch. Was tust du da in der Ecke? Ich glaube, wir wollen nicht wissen, unter welchen Umständen solche Geräusche aufgenommen werden, wenn sie überhaupt noch aufgenommen werden. Ich sehe dich. Fang nicht an, mit Steinen zu werfen, Kollege. Das finde ich nicht cool. Geh weg. Geh weg. Oh, du hast mir Batterien gegeben. Du hast mir Batterien... Wieso gibst du mir Batterien? Hey. Ich glaube, der will echt kuscheln. Der geht da auf sein kleines Deckchen und wartet auf mich. Hey. Wenn ich dich so ganz betrachte, so ungewöhnlich siehst du ja gar nicht aus. Danke für die Batterien. Das ist richtig nett von dir. Kannst du aber bitte aufhören, hinter mir herzulaufen? Das finde ich sehr gruselig. Mein Wauwau? Das ist ein sehr anhängliches Wauwau, aber naja. Solange er mir helfen würde. Und ein ganz netter... mir auf jeden Fall geholfen. Aber er macht komische Geräusche, er soll das lassen. Er will seinen Ring. Och komm, so schlimm wie Gollum sieht er nicht aus. Ich glaube, der will auch, der will mich halten vielleicht. Als Haustier. Ich glaube nicht, dass er als Haustier gehalten will. Last was Faith. Ich glaube, ich will ihn aber auch nicht haben. Ich würde ihn nicht haben wollen. Und ja, er sieht sehr speziell aus, aber es gibt ja auch sehr individuelle Styles. Zweifeln wir es mal nicht an. Ich weiß nicht, was an wen dieses Schreiben gerichtet ist. Aber sie wollen anscheinend alle Masken tragen und sich ein... runterholen wie irgendwelche Hühnerfarmer. Ich weiß nicht, was dieser Vergleich soll. Aber derjenige, die das wollen, sind bei dem, der den verfasst hat hier, diesen Brief, herzlich eingeladen. Die sind herzlich eingeladen und sollen in der Kotze tanzen, die Loser. Hat er das an dich geschrieben? Das ist aber nicht nett. Das macht man aber nicht. Ja, oh, da tut dein Herzchen weh. Das wird mir auch wehtun. Wenn jemand sowas bist. Aber darf ich deinen Kopf mal angucken? Gollum hatte schöne Augen. Ansichtssache. Ich würde mich gerne hinhocken und seine Augen sehen. Oder seine Augen. Seine Augen. Warum seine Augen? Sein Gesicht. Hör auf, so rumzuschreien. Ach, guck mal, du hast hier Steine. Und Kerzen. Trotzdem das Gefühl, dass du es nicht magst, wenn ich dir den Rücken zudrehe. Soll ich dich freilassen, mein Kleiner? Komm. Ja, komm mit. Ja, komm. Was ist denn mit deinem Arm? Ich habe das gerade das Gefühl, er will kämpfen. Weil diese Kampfmusik kommt. Ich laufe einfach. Ich bin nicht gruselig. Ja, die Geräusche. Gruselig. Schlimm. Der Typ ist direkt hinter mir. Und praktisch wäre so ein Vieh vielleicht schon, aber... Nein! Mein Freund, lass ihn in Ruhe. Nein! Lass ihn los! Was macht ihr denn? Lass mich los, du komischer Widder. Lass mich los. Oder bist du ein Steinbock? Ich weiß es nicht. Nein, lass ihn los! Lass ihn los! Der Kleine hat doch nichts getan! Du blöder Wolf! Du nicht so doof! Lass ihn in Ruhe! Nein, ich hau den nicht. Nein! Nein!
Schnauze! Ich nehm dich! Ich hau dir nicht! Tut mir leid! Könnt ihr nur! Was? Ich hab dir geholfen! Nicht mehr glauben! Was ist denn hier los? Hallo? Kleiner! Wo bist du? Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht gerade, aber ich habe mich doch ganz klar für unseren neuen besten Freund entschieden. Und warum läuft er denn weg? Er ist weg. Das passiert mit den Hunden in der Nachbarschaft. Ja, ich glaube auch. Wenn die meinem kleinen neuen besten Freund wehtun, dann haue ich den aber mit der Brechstange ordentlich. Ja. Was, Jungfrau Waage? Worauf ist die Frage bezogen? Was? Wer da weiß, wer der Waage ist, ist der dann eigentlich. Ich habe gerade nicht viel mitbekommen von dem, ich nicht verstehe es auch gerade nicht, aber ich weiß nur, dass das hier, was hier abgeht, ziemlich komisch ist. Ein Zebra! Noch ein Zebra! Ihr wirkt ja alle primitiv. Na, wer ist denn hier drüben? Fische? Nein. Pferd? Nein. Was bist du? Das war das auf was bezogen, was ich gesagt habe, weil dann tut es mir leid, dass ich das nicht mitbekommen habe, nicht verstanden habe. Das ist ein Witz sein, Leute. Ich war zu schockiert von dem armen Kleinen hier. It was just something inside of me that was steadily fighting, you know, the negative energies within me. I had this light that was still fighting, you know, trying to keep myself sane. Really, it was just all about, it was trying to make me be on a low level to where, like, I was just doing drugs and just being a sloth. I had to fight that and just still, you know, live. War das bezogen auf die Sternzeichen? Ich hätte ihn vielleicht fragen sollen, ob er Jungfrau ist, aber ich glaube, dann hätte er mir eine auf die Schnauze gehauen. Sind das hier Tests? Werde ich geprüft? Ja, aber ein Fisch mit einem Brecheisen, kannst du dir das vorstellen? Wiederfüllen. Da oben laufen komische Leute. Gefolgt von noch einem komischen Menschen. Also solange es jetzt nicht mehr diese Baumleute sind, okay, aber... Lost Beer. Aha, ich bin anscheinend in... Genau in einem Viertel, wo ich nicht unbedingt hingehen würde. Ach, rufst du schon wieder an? Immer in den ungünstigsten Zeitpunkten. Ja, was ist denn los? Buddy, let me tell you a story. My neighbor would let his cat out every night. Was ist denn hier los? Screech and yowl till God knows when. Whole neighborhood couldn't sleep. Alter, die verprügelt ihren Kerl. Nein! He kept letting it out. So, was ist hier los? Ich komme von der einen bekloppten Stadt in die nächste. It had to be done. Oh mein Gott! Ich bin gerade Zeuge von etwas ganz Komischem geworden. Und die Tür geht von selbst zu. Ach du Scheiße! Da steht ein Pferd. Ich hoffe... Das steht da hoffentlich nur rum, weil... Ach du Scheiße. Ich will nicht zum Pferd. Hi. Du wirkst mir nicht so als... Ja! Ja! Ich hab nichts gesehen! Wer das Spiel entworfen hat, fragt mich nicht. Ich will es nicht wissen. Ich will einfach nicht von dem Typen getötet werden, der da gerade das Pferd umbringt.
schnell, dass der da oben weggeht. Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich da reingeraten bin. Es sieht auf jeden Fall interessant aus. Ne? Selbe Geschäft ist da oben nochmal. Ich kann dir aber was sagen. Wahrscheinlich hatten die Leute, die das Spiel entworfen haben, ziemlich viel Spaß. Hier kommen komische Geräusche von der Richtung. Ich will da nicht in die Ecke. Wir können nur hoffen. Irgendjemand geht da noch. Dass das irgendwas Gesellschaftskritisches hier sein soll. Ich möchte euch sagen, ich glaube nicht, dass ich dem Typ begegnen will. Und dem da auch nicht. Darf ich dir helfen? Nee. Lasst euch nicht stören. Ich bin nur zu Besuch hier. Dass wir alle Pferdeköpfe sind. Und der da ist ein Zigarettenautomat. Und das soll zeigen, dass Abhängigkeit zu manchmal große Nebenwirkungen haben kann. Dann in dem Moment, wo die Zigarette nicht mehr aus dem Automat fällt. Dann fängt er einfach an, mit einer Machete auf den Automaten einzuschlagen. Das Spiel ist definitiv keine Therapie. Das Spiel zeigt mir definitiv nur, vor was für welchen Dingen ich irgendwann wahrscheinlich Angst haben werde. Wo ich es noch nie hatte. Habt ihr die vergewaltigt, Kollege? Guckt so. So kümmern die sich denn auch nicht drum. Ich glaube, die Story kann man auch noch gar nicht verstehen. Ah, hallo. Ein Zebra. Hi. Du bist bestimmt ein Dealer. Was gibt's denn bei dir? Oh nein, du schreibst was. Das Einzige, was wir wissen, dass wir irgendwelche Geister oder irgendwelche übernatürlichen Kräfte haben, die mit uns manchmal Kontakt aufnehmen oder deren Erinnerungen befinden. Ich will das nicht mehr tun. Du sagst, wir hast gesagt, wir würden Spaß haben, aber dann bist du einfach weggelaufen. Ich weiß nicht, wohin. Und irgendwas kommt. Und oh Gott, bitte, nicht meine Finger. Nicht meine Finger, bitte. Hast du das geschrieben? Schreibst du das alles hier? Oder hast du diese Zeitungen geschrieben? Weil wenn ja... Was steht denn da auf der Zeitung? Devastating reports from dead city victims to... numerous to be... Ah, keine Ahnung. Er schreibt auf jeden Fall Sachen, die gar nicht so wahnsinnig wirken. Kollegen, ich würde... Oh, der Typ ist nicht mehr da. Das ist natürlich nicht so cool. Das ist eine Überwachungskamera da oben. Das sind Tiere mit... Menschen mit Tiereköpfen. Das ist recht. Der Typ mit der Machete ist weg. Und wenn das nicht... Oh, der ist da hinten. Und wenn das nicht beunruhigt, da kann ich auch nicht mehr helfen. Was hat er hier gewollt? Sind das echt Zigaretten? Sieht so ein bisschen aus, ne? Also, ich finde auch Story sehr wichtig. Aber es ist für mich jetzt kein hundertprozentiges Muss in jedem Game, dass es eine mega geil durchdachte Story hat. Aber vielleicht können wir sie gerade einfach noch nicht verstehen.
bist du? Zebra? Da ist der Typ. Oh nein, da ist der Typ. Willst du dich an ihm rächen? Ich helfe dir definitiv nicht. Mach das unter euch aus. Ich verstecke mich hier in dieser Ecke und gut ist. Nein, also... Story ist schon wichtig, aber manchmal sollte man auch einfach nur Spaß haben in einem Game. Glaubt ihr, ich kann an dem Typen einfach so vorbeigehen? Meinte ich, soll es mal versuchen? Das Gefühl ist keine gute Idee. Hi, du... Ich würde gerne sehen, wie euch prügelt, aber ich muss dann mal. Und es ist tatsächlich der Typ, der hier eben lag. Geh mal hier rüber. Da oben ist er. Ich traue mich nicht, ich habe keinen Bock drauf zu gehen. Ja, okay, man muss aber sowas sagen. Also Multiplayern sind ja meistens die Storys nicht so strong wie dann in Single... Oh, in so manchen Singleplayern. Trotzdem spielen es mega viele Leute gerne. Da ist noch so ein Typ. Darf ich da hingehen? Ich mach's einfach mal, okay? Ich komm zu dir und verstecke mich, okay? Wie sie tut. Was sind das denn hier für Leute? Erstmal komme ich in die Stadt. Das erste, was ich mitbekomme davon, ist, dass da gewisse Menschen sich einfach totprügeln. Dann die Leute hier sehen relativ normal aus, verprügeln und töten sich dann aber doch gegenseitig. Und es gibt dann noch sowas wie irgendwelche Reaper, die meinen, sie könnten alles abschlachten. Gehst du weiter oder nicht? Genau. Das sehe ich auch so. Aber bei dem Spiel bin ich mir noch nicht sicher, worauf es den Schwerpunkt legt. Kannst du jetzt einfach nicht mal entscheiden, um was zu tun? Hör auf, an ihm rumzusuchen. Ich habe halt echt Angst, dass der Typ irgendwann hinter mir herkommt, wenn ich hier auffällig bin. Geh dann mal. Ich glaube nicht, dass das der richtige Ort für mich ist. Ich nehme gerne Abstand davon. Ich weiß auch noch nicht, was für Gestalten hier noch auftauchen werden, aber es waren erst irgendwelche Baummenschen. Darf ich, wenn ich eine Zigarette hole, vielleicht ist er dann lieb zu mir. Hey, du. Du hast ein Tattoo? So. Wir machen einen Plan, okay? Erst gehe ich. Dann kommst du von hinten und haust den K.O. Ich steuere ihm seine Waffe und dann sind wir quitt. Okay. Kapiert. Auf geht's. Wo bist du denn? Wieso versteckst du dich? Don't mind me. Oh, das Telefon darf nicht anfangen zu ringen. Oh. Irgendwer schubst mich. Hey, das war genau unser Plan. Du hältst dich dran. Geil. Hey. Cool, Buddy. Genau. Sehr nett. Der Typ liegt da unten. Richtig cool gemacht. Warum sollte ich dich runterschubsen? Hey.
Seht ihr das? Ich darf ihn runterschubsen. Warum sollte ich das tun? Ja, und allgemein, das Spiel ist ja relativ Grautönen gehalten, ne? Sagt schon einiges aus. Ja, was denn? Ich würde gerne mit drüber gucken, aber... Ich will dich halt dabei nicht runterschubsen, Kollege, weißt du? Weil... Ich mache mal die Türe. Wie ein Idiot hinter mir zu, sodass ich definitiv nicht mehr da durch kann. Ich bin ein Held. Woher soll ich das denn wissen? Hi, ihr zwei. Ich will euch nicht lang stören. Ich weiß nicht, was hohe Kunst ist, aber das hier definitiv nicht. Besoffene Nutten, das ist ja gerade so die Menschengruppe, mit der ich nichts anfangen kann. Hi, Kumpel. Kannst du mir irgendwie helfen? Nein, anscheinend nicht. Was tust du hier? Was ist denn hier für ein kranker Scheiß? Was geht hier für ein kranker Scheiß? Okay, du findest also ziemlich geil, wenn du Handstände machst. Das findest du übelst cool. Oder Kopfstände. Du magst es, wenn hinter dir irgendeine dumme Olle hässlich besoffen rumtanzt und du gleichzeitig ein Buch liest. Oder geißt du dir einen darauf auf, was die Typen da machen? Du bist das, ha? Die Typen, die stellen sich zur Schau hier in den Schaufenstern. Und du findest das toll. Wie der Typ hier gerade verzweifelt seine Kunststücke macht. Und wie er hier sehr belesen wirkt. Okay. Du bist betrunken. Du bist ein Schwein. Ich weiß nicht, was du bist. Genau, nicht hingucken, falls Kinder um die Uhrzeit hier sind. Obwohl. Ja, sehr toll. Die Alte kann noch nicht mal gerade stehen, Kollege. Okay. Die haben sich entschlossen, die Türe zu verriegeln. Sie haben sich dazu entschieden, sich selbst anzuzünden. Sie wollten, dass ich zuschaue. Ist ja nicht komisch oder so, aber ich... Der Typ ist weg. Und er ist doch halt doch nicht so cool. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Du wirkst wütend. Was ist los mit dir? Ich bleibe hier. Ich kann bei dem ganzen Scheiß zwar nichts anfangen, aber ich glaube, hier werde ich nicht getötet. Die Gehängste und Wildschweine, da hast du recht. Oho. Also, ich muss sagen, fast getroffen. Wie viel ist das? 2, 4, 5. 2, 4. Es sind genau 5. Schloss ist an der richtigen Türe. Du bist ein Künstler. Du gehörst eigentlich nicht ins Rotlichtviertel. Geh ruhig weiter, Kollege. Ah!
weiß nicht, was ich hier gerade beobachte, aber ich denke nicht, dass es irgendwas... Ich glaube nicht, dass es etwas ist, was Kinder nicht sehen sollten. Denn die wirken, als würden sie sich vielleicht... Die ein Baby im Arm? Die wiegt da irgendwas umher. Die hat ein Baby. Oder... Auf jeden Fall ist es ein Licht. Das Baby ist ein Lichtschein hier. Das einzige Licht, was man hier zu sehen bekommt. Oh, töte sie bitte nicht immer vor meinen Augen. Keine Ahnung, was hier vor sich geht. Irgendwie ist diese ganze Sache sehr strange. Ich glaube, der will was von der und will er dieses Kind abnehmen. Wenn das ein Kind ist. Vielleicht ist es auch einfach ihre Hoffnung. Hör auf, dich anzufassen, Alter, das will ich nicht sehen. Und du guckst dir einen Zebrakerl an, der sich die Kante gibt. Das findest du ganz lustig, ne? Richtig interessant. Ich check diese Stadt nicht, aber ich glaube, das muss ich auch nicht. Da ist ein Ziegenkopf drauf. Ich finde das auch sehr ansprechend. Aber das war nicht bei Bruce and Bullets ja auch schon, dass du, halt eigentlich alles in Schwarz-Weiß oder Grau-Weiß hast. Aber dann wichtige Dinge in farblich markiert hast. Das finde ich echt ziemlich cool. Hier auch. Und was das Ziel von dem Ganzen ist, allgemein, überfrag mich bitte nicht. I don't know. Ich weiß genauso viel wie ihr von dem Spiel. Ich bin genauso verwirrt wie ihr. Die wütende Hyäne. Auf wen wartest du denn? Auf mich? Habt ihr da schon wieder jemanden runtergeworfen? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Vielleicht den Typen überraschen. Der wartet auf irgendwen. Darf ich dir helfen? Nee! Nein! Okay, ich werde dir definitiv nicht helfen. Das ist dein Problem. Tod. Weil man zu freundlich ist. Weil man seinen Mitmenschen einfach unter die Arme greifen will. Und ich, bei manchen Games fragt man sich nicht, was für Pilze die genommen haben, sondern auf welchem, in welcher Hemisphäre die einfach rumschweben mit ihrem Kopf. Aber, muss ich bei dem Spiel gestehen, habe ich eigentlich nicht. Denn dahinter steckt was hinter dem Game. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Vielleicht etwas, was ich jetzt noch nicht verstehen kann. Oh mein Gottes Namen bin ich denn jetzt gespawnt. Oh. Ist das ein Sessel? Like probably by the time my brother is like 30, it'll be way worse. Nobody really cares. It's just gonna get worse. His kid, I don't know, like probably 100 years from now will be really bad. Yeah, I think it's horrible. I don't think anyone should be alive. Maybe like seeing the world would be cool or making like really great art, but I think other than that there's no real point in life. Die Leute haben sehr düstere Gedanken. Bino Lullaby, davon habe ich gehört, aber noch nicht geguckt. Ähnliche Viecher. Bei Gronkh habe ich jetzt schon lange nicht mehr reingeguckt. Aber vielleicht muss ich da auch mal schauen. Also. Bin mir zwar nicht sicher, ob Spiele solcher Art generell was für mich sind, weil vielleicht sind die auf Dauer einfach irgendwie zu bescheuert. Weil wer weiß. Das sind schon wieder die merkwürdigen Kondome.
für tote Leute, für Stiere und für wilde Schiffe. Keine Ahnung. Kann ich nichts davon kaufen? Nein. Nein, das nächste Spiel habe ich ja gesagt. Es wird entweder Little Nightmares oder Outers 2. Und da dürft ihr nach wie vor immer noch eure Meinung gerne zu sagen und abstimmen. Topless? Du hast doch was an. Darf ich dich rauslassen? Wenn du mich nicht tötest, okay? Komm her. Ich bin frei! Nee, jetzt kann ich Leute umbringen gehen. Lauf, Hyäne, lauf! Bitte, lauf einfach. Für den lustigen Stream wäre das bestimmt mal was. Ich muss halt gucken, ob es überhaupt für die PS4 gibt. Oh, hast du Angst? Ist zu frei für dich? Hey, du Depp! Jotre? Sag mir nichts. Sag mir leider nichts. Jetzt will er wieder raus. Ich glaub's nicht. Also manche Leute können sich echt nicht entscheiden. Oh, bitte bin ich gespawnt. Ich will dir doch helfen, Mann. Aber wenn du dich selbst einsperrst, dann, Huch. Die Lady ist da gerade ziemlich merkwürdig gedespawnt. Das wäre hier sehr lustig, sagt sie. Wo ist die blöde Hyäne? Er ist weg. Vielleicht ist er dafür in den Knast gekommen, dass er mich getötet hat. Das wäre nice. Glaube ich hier in der Stadt aber eher nicht. Was um alles in der Welt machen die da? Eine Horrorversion von Worms. Oh. Warum schmeißt ihr die Steine darunter? Schmeißt ihr die auf Leute? Das machen also Paare in ihrer Freizeit. Die da krepiert gerade. Die beten doch irgendeinen Satan an, oder? Also. Trance. Aha. Statt irgendwas zu rauchen, lassen sie sich in Trance versetzen. Um auch irgendwelche merkwürdigen Zustände zu erreichen. Ja, stimmt. Ich spiele nur PS4 und ich glaube, nach dem Doorway-Stream werde ich auch nicht mehr auf PC gehen. Das war... Dafür bin ich ja gar nicht ausgestattet, ne? Ich habe gerade das Gefühl, ich bin im Irrenhaus. Ich gucke mir nur diese Leute an, was sie tun und was sie für Geräusche machen. Und ich fühle mich schrecklich. Hallo? Was ist das für eine abgefuckte Welt? Oder Stadt oder... Oh, keine Ahnung. Ah, oh, bitte friss nicht deine Hand. Private. Das glaube ich alles. Das sind Hände. Ja. Guck in den Himmel. Den kannst du damit nicht anfassen. Ich will hier weg. Ich wette, ich krieg gleich so einen dummen Betonklotz auf den Kopf. Warte mal. Ah, da waren die. Okay. Soll ich die zwei da runterschubsen? Das wäre irgendwie lustig.
Heiko. Oh, die Frau ist einfach verschwunden. Du standest gerade noch da vorne. Und du standst auf der Stelle. Ich glaube nicht, das war so gekannt. Hi! Was soll ich machen? Den Stein werfen? Ich würde ja gerne, aber ich kann leider nur dich werfen. Oh nein, das ist der Stein. Oh shit. Ich bin böse. Ach, dann hätte ich den Typen eben nicht runterschubsen können, sondern ihm zugucken können, wie er wollte. Fass mich nicht an, du bist dreckig. Was schubst du mich weg? Deine Alte hat mich angefasst. Der Typ ist immer noch da. Ich habe keine Ahnung, was hier bei den Leuten abgeht. Ich glaube auch, das hat Auswirkungen. Wahrscheinlich werde ich irgendwann wahnsinnig und gehöre zu denen. Ich fühle mich hier aber viel wohler als bei den komischen Astleuten. Irgendwas Großes bewegt sich außerhalb der Realität. Irgendwas Schwarzes und Totes. Es ist hungrig. Es glaubt nicht an Zeit. Gnawing, tut mir leid. Das Wort sagt mir leider nichts. Aber es bahnt sich seinen Weg rein. Seinen Weg durch die Wände. Seinen Weg durch deinen Schädel. Würde ich mal so grob übersetzen. Hi, Lady. Ist das dein Blut? Ich hoffe nicht. Kann ich dir helfen? Oh, ist das Brot? Das ist ja appetitlich. Okay, Kumpel. Ich würde gerne hier durch. Man muss einfach freundlich mit den Leuten reden. Dann darf man das auch. Hey. Nice, ich dachte, du tötest mich jetzt. Cool. Dann gehe ich mal hier rein. Du wirst mir natürlich nicht die Treppe runterschubsen, weil du ein ganz lieber Kerl bist. Ich habe keinen Plan, was hier abgeht. Hi, Leute. Ihr macht hier gerade eine Party. Mit entweder sind es Würstchen oder es sind Gedärme. Aber ich glaube mal, es sind Würstchen. Würde gerne glauben, es sind Würstchen. Ich weiß noch nicht, ob ich eurer Party beiwohnen möchte. Denn irgendwie ist das Ganze hier ziemlich gruselig. Ich soll mich auf diesen Stuhl setzen. Wahrscheinlich zieht die mir dann noch eine Flasche über den Kopf. Nein! Ihr seid so freundlich, aber... Hier ist auch schon wieder dieses komische Labyrinth-Symbol. Mach das nochmal für mich. Ja. Setz dich auf diesen Stuhl, wo auch gar keine Handfesseln dran sind und die Beine befestigt werden. Kein Problem. Dir wird definitiv nichts Schlimmes passieren. Ja, mach mich fest. Keine Sorge. Ich glaube, ich bin im Zoo. Kollege, wieso seid ihr denn eingeladen? Ich war böse. Fass mich nicht an. Das ist ein Thron auf jeden Fall. Will den Vogel nicht... Nein! Was tust du? Eine Pfütze auf der Sitzfläche könnte ich nachvollziehen. Da hat wahrscheinlich sich jemand ziemlich in die Hose gemacht. Ich glaube, das hätte ich aber auch. Und das ist ziemlich kranker Scheiß.
erst die Trance-Sitzung. Da waren wir ja schon. Auf dem Thron fühle ich mich aber nicht wirklich wohl, muss ich gestehen. Da prügeln sich alle. Voodoo, sagst du, Drogen, es kann alles Mögliche sein. Es ist irgendwas Krankes. Irgendwas verdammt Krankes. Was ist denn das hier? Wo bin ich denn hier hingekommen? Ich hoffe, das findet alles nur in meinem Kopf statt, obwohl irgendwie auch nicht. Denn dann wäre mein Kopf ziemlich abgefuckt. Nein, schmeiß den nicht darunter. Oh, und diese unauffällige Türe da. Da würde ich natürlich gerne wissen, was dahinter ist. Machst du mir sie auf? Oh, da geht Party. Ich wusste nicht, was ich von dem Spiel erwarten soll. Ob das der Limbus ist? Ein normaler Nachmittag in Benny Kreuzberg? Ich glaube nicht. Mach den Fernseher aus! Was sind das hier für widerliche Leute? Der hat keinen Kopf. Ich will hier weg. Was ist hier los? Glaub mal, also ich bin jemand, ich kann mit Rotlicht, Prostitution, Alkohol und Drogen gar nichts anfangen. Ja? Dagegen bin ich bin da wirklich einfach ein Engel und ich halte auch von dem Ganzen gar nichts. Und jetzt komme ich in so ein Spiel, mach mich nicht dafür verantwortlich, ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich kann definitiv nicht mehr schlafen. Ich würde diesen Fernseher gerne ausschalten. Der Alte treibt's mit dem Fernsehen. Was ist das denn? Was ist das? Helini? Ist, glaube ich, gut, dass mir das nicht sagt, oder? Raus! Hi! Was tust du? Das ist alle Lustigkeit am träumst du? Ich will gar nicht davon träumen, muss ich gestehen. Ich bin froh, wenn mich der Unsinn in Ruhe lässt. Ich weiß, die würden mich nicht reinlassen, aber ich würde auch definitiv nichts davon halten, wenn ich einen Partner hätte, der sowas toll findet. Oder sowas machen. What the fuck? Ich glaube, ich bin verstört. Habt ihr das gesehen? Definitiv eine irgendjemand muss mit alles, was ich hier heute erlebt habe, nachher löschen. Hiervon möchte ich definitiv nichts im Kopf behalten. Ich glaube, diesen Stream kann ich auch nicht als Highlight markieren.
will nichts wissen von irgendwelchen... nein, es sagt mir nichts. Du darfst es mir gerne erklären, wenn du magst. Es ist mir alles Liebe. Oh mein Gott, dieser Raum. Ich will hier raus. Mach die Tür auf. Mach die scheiß Tür auf. Was habe ich gesagt? Ich fühle mich hier wohler. Nein. Ja, ich will duschen. Ich will definitiv einfach nur schlafen. Und am liebsten würde ich diesen ganzen Schuppen in die Luft jagen. Whoa, buddy, where Frag are mich you? Nicht, was ich erlebt habe. Like mhm, große Party. I thought you were looking for Dana. Well, I guess what she doesn't know won't hurt her, huh? Oh, ja. Man. Last time I was down yep. that way, I got so messed up, I think I killed him. Oh, man. Berühmter italienischer right, Filmemacher. Anyway, und der I'm macht Filme, die so abgehen. Und die verkaufen sich? Ich meine, es gibt bestimmt so Leute, die sowas toll finden. Ja, ich glaube, ich würde das Desinfektionsmittel am liebsten trinken. Am liebsten würde ich einfach meinen kompletten Körper von innen und außen komplett... Oh nein, ich bin jetzt in so einem Ding. Komplett reinigen. Ich will hier raus. Hört auf, mich anzugucken. Was ist das hier für ein Unsinn? Casino King. Ich frage einfach mal gar nicht, das ist eine Schlange, oder? Ich würde gerne meine Augen rausnehmen und sie durch neue eintauschen, die noch nichts davon hier erlebt haben und gesehen haben. Oh, darf ich das mitnehmen? Richtig viele Waffen hier in dem Zimmer. Ich würde gerne das hier mitnehmen, die Scheibe einschlagen draußen. Das ist für Zodenmittel trinken, nur einfach damit mein Körper von innen und außen und meine Seele und alles, was irgendwas mit diesem Spiel hier in Verbindung bringen könnte. Ich will einfach nur alles loswerden. Nein. Ich denke seit einiger Zeit gar nichts mehr. Was ich euch mitteilen möchte, ist, dass ich dezent verstört bin. Und nicht mehr weiß, was ich sagen, denken oder fühlen soll. Denn dieses Spiel grippt mir gerade total den Rest. Könnt ihr aufhören, solche bescheuerten Geräusche zu machen? Da ist überhaupt keiner in dem Ding. Und ich muss euch sagen... Ich weiß nicht, inwieweit ich wissen will, worum es in dem Spiel geht. Ich würde am liebsten mit einer Augenklappe einfach durchlaufen. Ja. Ganz einfach. Wir kämpfen wieder ein paar. Ist ja normal. Darf ich mitmachen? Ich würde gerne... Okay. Ich darf also nicht mitmachen. Es wird einen Sinn wahrscheinlich geben. Entweder ich bezweifle gerade, dass es wirklich einen ganz, ganz tiefen Sinn gibt. Vielleicht ist es einfach so, die Entwickler hatten Langeweile. Die haben irgendwelche sexuellen Fantasien, von denen ich nichts wissen will. Oder? Die wollten einem einfach die krankste Scheiße, die sie haben, präsentieren und das haben sie definitiv gerade gut hinbekommen. Die Alte da oben. Denkst du ernsthaft, es gibt Leute, die sich hier tagtäglich freuen, dass sie keinen Pferdekopf haben? Ab heute sollte ich mich wahrscheinlich auch drüber freuen.
Ja, also hier sind irgendwelche Dinge im Gange, entweder. Es ist einfach irgendwas Perverses, Komisches. Was ich am liebsten niemals herausgefunden hätte. Ich bin am liebsten einfach unschuldig und rein geblieben. Aber das hier. Sie hat Flügel, also ist sie ein Engel, richtig? Also hier in der Stadt ist definitiv rein ein Engel. Guten Abend. Wenn du nicht möchtest, dass du mega verstört bist, dann geh am besten wieder. Denn dieses Spiel ist krank. Es ist einfach krank. Ich würde echt mal gerne meine Augen waschen, um ehrlich zu sein. Also ja, Dummkopf, natürlich versteht sie es nicht. All das Lachen, das Töten und das Ficken natürlich. Das ist nicht so ihre Sache. Aber sie guckt gerne zu. Guten Abend. Hallo. Krank ist immer gut. Verrat mich nicht. Ja, du weißt auch nicht, wo du gerade reingeraten bist. Du weißt, du hast es zum Glück alles noch nicht gesehen. Oh Gott. Der Raum war das Verstörendste bis jetzt. Dieser komische Raum mit den Tieren. Dreh bitte wieder um, ich muss hier durch. Ich würde auch einfach gerne gehen. Ich muss warten, bis der zurückkommt, weil sonst bin ich tot. Der Typ läuft nicht? Du willst, dass ich zurück zur Party gehe für ihn? Über meine Leiche! Über meine Leiche gehe ich zurück zu dieser Party! Wahrscheinlich werde ich auch bald sterben. Dann können wir nochmal drüber nachdenken. Wie es mir geht. Vor dem Stream sehr gut. Jetzt mittlerweile fühle ich mich nur noch kaputt. Nein, ernsthaft, mir geht's ganz gut. Dürfte was besser sein, aber doch. Eigentlich ganz okay und ich hoffe, euch geht's auch allen gut. Noch. Es mag ja vielleicht den einen oder anderen hier geben. Fuck, ist das hier alles Kuchen? Der sowas gewohnt ist und der mit sowas keine Probleme hat. Aber ich bin gerade, verwirrt. Oh nein, die Alte wird mir den Kopf einhauen. Die wird dich da runterhauen, Kollege. Auf der Party geht's bestimmt mega zu, ja. Glaube ich gerne. Einer von euch beiden stirbt gleich. Hallo. Kommt ihr alle im richtigen Moment? Ach ja. Guten Abend, wer Albträume und sonstige Verstörungen braucht, sucht, ist hier definitiv richtig bei diesem Spiel. Alter, die sind absolut krank. Die sind einfach nur absolut krank und ich will hier einfach weg. Und hier für eine tolle Ecke, darf ich mich hier drin verstecken? Sag nicht, die Alte kommt gleich von vorne. Und ja, die Witze werden definitiv immer flacher, aber sie passen. Man muss es lassen. Oh Gott, endlich ein Foto. Barbecue. I was standing still, so overwhelmed because I was blown. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, was es ist. There were
demons in certain people's fields. Dämonen? I was shocked, stunned, and scared, and I stared right at this person who had a demon, and he was not facing me, but he turned vielleicht right bin ich around in der and Hölle. Stared at me. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Vielleicht bin ich einfach in der Hölle. I knew that it was being seen by me, and his whole being shifted. Ich könnte es mir gut vorstellen. Powerful collision. Warum ist unser Freund vom Anfang? Ich habe ihn gerettet. Oh, die ist irgendwo direkt hier. Ich hätte ihn ja gerettet. Aber er wollte nicht. Er hat ja geweint. Ja, den Greenscreen habe ich drin, aber ich habe wieder mal ein Bild von dem Game mit dabei. Hallo. Worum es in dem Spiel grob geht. Ich würde die Frage, wenn das kein Problem ist, gerne mal an die restlichen Leute hier weiterreichen, die schon die ganze Zeit dabei sind im Chat. Vielleicht habt ihr richtige Worte dafür, der lieben Lady Doc zu erklären, was hier abgeht. Ich kann es nämlich gerade nicht, denn ich bin einfach gerade durch. Ich bin gerade einfach durch. Dieses Spiel ist einfach nur Ausgeburt der Hölle. Das kann man das nicht sagen. Ihr müsst den neuen Leuten, die gerade dazugekommen sind, unbedingt erzählen, was für einen Spaß sie verpasst haben. Was für einen unglaublichen Spaß sie verpasst haben. Hat sie dich abgewiesen, mein Freund? Hau mir nicht auf die Schnauze! Okay. Du bist zu traumatisiert. Nur du. Oh nein, schon wieder irgendein Red Room. Oh, bitte, bitte, lass es nicht schon wieder. Oh, gut. Oh, ich hatte gerade schon Angst. Also, liebe Ladybug, liebe Leute, die erst dazugekommen sind und das Spiel nicht kennen, das Spiel hier verursacht wirkliche Traumas. Traumata? Traumata, ne? Traumas ist falsch. Wenn ihr noch nie wirklich verstört war von einem Game, werdet ihr es danach definitiv sein. Wir haben hier übelsten Scheiß schon erlebt. Ich will nicht ins Loch. Hole, ich gehe nicht ins Loch. Kumpel, kannst du mir helfen? Let us help you find your true potential. Okay. Was siehst du in mir? Das ist ein Potenzial. Und das Äpfel? Ich hoffe, es sind Äpfel. Du arbeitest nebenbei, du weißt nicht so viel. Ich glaube, da weißt du aber trotzdem so viel wie wir. Ich glaube, wir wissen auch nicht wirklich, was hier los ist. Ich glaube nicht, dass einer von euch mir helfen kann, mein Potenzial auszuschöpfen. Ich bezweifle es. Hi, du. Okay. Okay. Ich komme nicht wieder. Kein Problem. Wer so zu seinen Kunden ist. Oh, das Klo ist nicht besetzt. Sehr schön, aber komischen Kondome, ne? Ich verstehe sie nicht. Oh, ich sehe auch echt gruselig aus. Das lass mir sein. Gehirne, ja, es könnten noch Gehirne sein. Das ist ein gruseliges Bild, wo irgendjemand da komischen Schatten wirft. Und du hast einen interessanten Ansatz, aber ich glaube, der Sinn hinter diesem Spiel ist ein ganz anderer. Was willst du mich wissen lassen? Ich glaube nicht, dass du mir helfen kannst. Natürlich, wäre ich für dich da, wäre ich nicht in diesem Höllenloch hier. Also, du hast recht, wir sehen hier die ganze Zeit eine Will ich wissen, was hier jetzt passiert? Genau, die Dana, von der wir uns aber anscheinend getrennt haben, die suchen wir, die sehen wir hier immer, aber ich glaube nicht, dass wir in der Realität sind. Zumindest hoffe ich das mal nicht. Hole. So, Kollege. Ich würde gerne hier rein.
Da macht schon wieder jemand komische Geräusche. Und nach einiger Zeit ist das der einzige schmutzige Scheiß, den sie will. Die Schweine am Trog. Das nackte, schwitzige Fleisch und Leder. Was machen die da hinten? Gucken alle Zier auf. Junge, blanke Gesichter. Zunge raus. Schaut euch den schönen Vogel an. Sie wird euch gut unterrichten. Darf ich hier rein? Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Nein, ich will mir das nicht angucken. Nein. Es kann nur irgendwas Schreckliches werden. Es kann nur irgendwas Schreckliches werden. Dieses Spiel bringt mich, glaube ich, echt schon mit Verstand. Aber nicht im positiven Sinn. Ich brauche danach wahrscheinlich irgendwas Lebendbejahendes, Aufmunterndes, nicht widerwärtiges, was. Das ist ein geiler Screenshot. Perverser Humor. Nein, das Ding wäre, wenn es einfach nur pervers und lustig wäre. Okay, aber das hier ist nicht lustig. Das ist tierisch ernst gemeint. Was die da eben getrieben haben in diesen Red Rooms. Schultheater. Wenn die beim Schultheater so abgehen würden, würde ich mir Sorgen machen. Oh mein Gott. Ich will hier raus. Darf ich ein Theaterstück aufführen? Das wäre ja cool. Oh nein. Ich verpasse irgendwas, wenn ich es hier weggebe. Ach so, ich habe falsch gelesen. Sorry. Ich hatte Humor gelesen, warum auch immer. Habe ich doof überflogen. Perverse Horror. Trifft es sehr gut, wahrscheinlich. Du hast was gegen Ziegenböcke in Frauenkleidung? Ich darf dir eins sagen, die Leute hier scheißen doch auf ihr Geschlecht. Hier kann jeder alles sein, nur leider ist es hier nicht so schön wie in Zoomania, wo alle Tiere friedlich zusammenleben. Nein. Ich muss das Stück aufführen, ich sehe es kommen. Irgendwer bringt mich doch eh um. Och Gott, ich will gar nicht. Meine Damen und Herren, ich präsentiere, wahrscheinlich werde ich gleich abgeschlachtet oder so. Kann ich den retten? Ich helfe dir, Kollege. Oh nein! Noch einer! Oh Scheiße! Kommt mal runter! Keine Ahnung, ob ihr es verdient habt, aber ich rette euch. Dafür helft ihr mir bitte aber auch. Wahrscheinlich werde ich dafür nicht umgebracht, weil ich das Theaterstück versaue. Und ja, die scheißen hier auf ihr Geschlecht. Zu viele. Ich kann die nicht alle retten. Oh! Wie soll ich das machen? Ja, das Spiel zieht den Wahnsinn sehr gut durch. Es hat relativ harmlos angefangen mit diesen Baummenschen. Oh, scheiße, der ist tot. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Ich hab verkackt, der ist tot. Der ist auch tot. Oh nein. Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Frag mich nicht. Bitte frag mich einfach nicht. Wenn ich das wüsste. Ich kann die nicht retten. Das sind viel zu viele. Hilf mir doch mal.
ich spiele Spiele, ja, da hast du recht, aber das habe ich definitiv nicht gewusst, als ich das Spiel... 3 Leute sind gestorben. Oh, ich will sie aber retten. Vielleicht kann ich hier irgendwo einen Hebel betätigen, dass das alles nicht mehr passiert. Ich will die nicht sterben lassen. Ich bin kein Arsch. Oh nein! Ist das Stück vorbei? Ich kann ihn nicht da runterholen. Hört auf, Sachen zu schmeißen. Ich habe 4 Leute sterben lassen. Was wollt ihr denn eigentlich? Was ist das hier für ein Affentheater? Hier hat man es echt nur mit sehr hirnlosen Wesen zu tun. Ich glaube es echt nicht. Was ihr für Belustigung hier... Könnt ihr euch auch mal bewegen? Das wäre ziemlich nice. Oder bedanken. Bedanken fände ich gut. Dafür, dass ich außer 4 von euch den Arsch gerettet habe. Dafür werde ich wahrscheinlich gleich umgelegt. Oh Gott, was spiele ich da überhaupt? Es hätte funktionieren können. Vielleicht hätte es funktionieren können. Wir hätten uns einfach selber Flügel wachsen lassen sollen. Hoch in die klare, ins klare Blau fliegen. Capola? Ich weiß nicht, was Capola ist. Sie möchte, dass du unten im Dreck bist. Kann sie denn sonst rein sein? Welche Entwickler das gemacht haben? Ich wusste es vorher, mittlerweile bin ich aber so durch, dass ich es nicht mehr weiß. Ich habe keine Ahnung. Es müsste bei den Spieldetails, die ja mittlerweile da eingeblendet werden bei Twitch, müsste es beistehen, wenn du es wissen willst. Ich kann dir nämlich das gerade echt nicht sagen, sorry. Ich bin gerade mit meinem Leben am Ende. Es ist ein Albtraum, aus dem es wahrscheinlich noch nie ein Erwachen gab. Ihr meldet euch freiwillig für den Scheiß? Ihr meldet euch freiwillig dafür, erhangen zu werden? Seid ihr denn total bescheuert? Ihr wollt gehängt werden? Wie bin ich durch? Das Spiel hat mich total... Das zerstört mich. Ich muss echt einiges überdenken. Flamingos. It's wonder. It's challenging. It's scary. It's liberating. Every shade of the rainbow. Ein Gentleman, ja, stimmt. Und Santa Monica, die haben ja auch God of War. Totally necessary. I mean, it's the quest, yeah. Right? Aren't we all looking for love and hungry for love? Meine Güte, du redest über Liebe. Die Leute hier kennen keine Liebe. Die Leute hier kennen wahrscheinlich nur rein und raus, Strick um den Hals und tanzen sich in Trance. Das ist das Einzige, was bei den Leuten geht. Guckt euch diese fertigen Wesen an. Solange sie mich jetzt nicht umbringen, bin ich echt glücklich, aber... Darf ich mich auch anstellen? Bitte nicht. Bitte nicht. Obwohl God of War noch lange nicht so durch ist wie das hier. Also das, ich habe ja die God of War-Reihe geliebt. Das hier ist, das ist eine andere Hausnummer. Okay, wir drehen um. Da brennt es. Da gehen wir nicht hin. Nein. Da unten war eine Türe, da würde ich gerne. Yeah. Irgendwer verbrennt. Die ganzen Sünder verbrennen. Hm. Okay. Na gut, wenn das nur die Sünder waren, die da unten verbrannt sind, dann. Das ist eine merkwürdige Tür, als könnte man da hingehen.
Also die Sünder darfst du gerne, also zumindest die Leute hier, darfst du gerne mitnehmen, wohin auch immer. Hier sehen sie aus wie normale Leute. Komisch. Ich habe das Gefühl, wir sind echt in der Hölle, weil irgendwas stimmt mit dem Mord nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin soll. Ah, okay. Mein Kopf sieht ja aus wie ein Heiligenschein. Ich fühle mich auch gerade wie ein Heiliger in diesem Ort. Mode zu übertreiben. Ja, das Spiel kann man auch im VR spielen. Habe ich auch das erste Kapitel schon gespielt. Ich weiß aber nicht, ob ich den Rest gerne in VR spielen würde. Muss ich gestehen. Weiß ich nicht mehr. Also ja, sie ist diejenige, die es dir angetan hat. Oder die es ihn getan lassen hat. Gleicher Unterschied, was? Aber sie hat die Fotos behalten. Eine ganze Schuhbox von ihnen. Oben auf dem Regal. Und sie holt sie runter an diesen langen, einsamen Abenden. Er braucht das Richtige oder das Wirkliche überhaupt. Das haben wir schon gehört. Es gibt jemanden oder eine Frau, eine Sie, von der Sie hier sprechen, die gerne dabei zuguckt, wie andere Leute es miteinander treiben, wie andere Leute sich umbringen und wie andere Leute sich, weiß ich nicht, wie andere Leute besoffen und high sind. Ich hab keinen. Dana? Dana! Du bist das einzige Leuchten hier in dieser schrecklichen Welt. In einer bizarren Traumwelt. Also ich würde das nicht nur als bizarr bezeichnen. Wer solche Träume hat, der muss aber echt einiges ein bisschen überdenken. Und sollte sich vielleicht ernsthaft professionelle Hilfe holen. Und Resident Evil 7 in VR habe ich angespielt, aber noch nicht zu Ende und auch noch nicht weit. Dafür hatte ich leider bis jetzt keine Zeit. Ich hatte ja vor allem in den letzten Wochen gar keine Zeit wirklich zum Spielen. Bin froh, dass ich es überhaupt momentan streamen kann. Und das ist definitiv irgendein kranker Albtraum. Irgendwas ganz, ganz Krankes. Dana! Mm. You wanna try again? To go back to the way it used to be? Bisschen weniger aus und würde dir auch. I remember when we first met. You were gonna conquer the world. You came so close. But then you wasted the chance. What makes you think you won't do the same thing again? I'm not sure. I have to think about it. Ich hoffe, wir sind nicht in so eine merkwürdige Phase verfallen, nur weil wir mit der Frau Schluss gemacht haben. Das wäre nämlich ganz komisch. Oh, Hölle, ja. Obwohl, ich finde, das ist schon fast eher Hölle. Das ist schon fast eher... Für denjenigen, der hier durchgehen muss, ist das Folter. Ah, doch. Ah, okay, ich kann mit mehreren Buttons laufen, das wusste ich noch nicht. Aber sehr glänzend hier der ganze. Und da oben ist das Labyrinth drauf. Du bist da mal weg. Ich bin auch bald weg. So mega lange mache ich auch nicht mehr. Aber ja. Ebenfalls eine gute Nacht. Einen tollen Start in die Woche. Hier sieht's sauber aus. Jetzt leider nicht mehr. Da vorne sah es echt sauber aus. Aber hier? Uff. Du hast schlimmere Träume. Du warst ja eben nicht da, wo wir in diesen komischen Red Rooms drin waren. Ich hoffe, dass du nicht solche Träume hast. Denn das war wirklich... Das war... So einen Albtraum hatte ich auch nicht gehabt. Das war echt übel. Du hast sie nach Hause eingeladen und... Oh, ihnen geht's gut.
Was? Seine Haut. Fällt ab wie nasses Papier. Schwarz und verrottet. Ich will diese Zettel gar nicht mehr lesen, um ehrlich zu sein. Ich lasse sie trotzdem offen, damit ihr sie zumindest zu Ende lesen könnt. Ich möchte das auch teilweise nicht mehr übersetzen. Das ist einfach nur noch krank. Ich habe dafür auch keine Worte mehr teilweise. Was willst du? Was ich erwartet habe? Nicht sowas. Du hast Angst vor deinen Träumen. Ich könnte es nachvollziehen. Ah, ich könnte es sehr gut nachvollziehen. His place? His place? Satan? Wäre. Ich will auch nicht mehr schlafen gehen. Das macht drei von uns. War das echt alles ein Kapitel? Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall wieder in irgendeiner Art Bahntunnel, das wie am Anfang. Leute, ich bin mit den Nerven fertig, glaube ich, für das Spiel. Und ich denke, wenn es jetzt gespeichert hat, wäre es vielleicht ein ganz guter Punkt, um Schluss zu machen, damit wir nicht wie eben da nochmal das halbe Kapitel oder zumindest den Anfang davon nochmal spielen müssen. Ja. Untraumatisiert in die nächste Woche starten. Sorry, das habe ich wahrscheinlich uns jetzt versaut mit diesem Spiel. Aber ich denke, dass ich mich dann auch verabschieden werde. Und dass wir uns den ganzen tollen Rest den nächstes Mal aufheben werden, wenn wir dann hier Delay spielen. Denn ab nächster Woche gibt es dann erstmal das Spiel, für das ihr euch entscheiden werdet. Wie gesagt, Little Nightmares steht zur Auswahl und Outlast 2. Bei Facebook werde ich da morgen auch nochmal das als Frage posten, was ihr denn gerne sehen möchtet. Da dürft ihr gerne drauf antworten. Ansonsten dürft ihr natürlich auch ja, anderweitig mir eure Stimme oder eure Meinung mitteilen. Bin fertig, ich kann auch nicht mehr vernünftig reden. Ja, Love, Last Faith, vielen Dank, dass du dabei warst. Es tut mir leid, dass ich euch allen oder vielen von euch eventuell Albträume beschert habe. Keine Sorge, ich bin mit von der Partie, ich werde sie mit euch teilen. Ich fand den Stream cool. Aber einfach nur krank. Ich muss mir echt überlegen, ob ich das überhaupt highlighten kann und ob ich das überhaupt unter 18 freilassen kann. Ich denke eher nicht. Eventuell, ja, sollte ich das dann kennzeichnen. Das ist echt übel gewesen. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei gewesen seid, auch wenn es eine Stunde später angefangen hat als sonst. Ich hoffe, dass ich jetzt in der kommenden Zeit auch wieder regelmäßig streamen kann, wenn das mit dem ganzen Technikgedöns und mit der Uni wieder hinhaut. Bis dann ist aber das Backspace-Team für euch da. Die streamen ja auch relativ häufig und auch ziemlich coole Spiele. Und die hoste ich ja auch über meinen Channel. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall gut bedient. Und ja, anscheinend Outlast ist momentan gut im Rennen. Wahrscheinlich spielen wir dann Outlast 2 nächste Woche. Sag ich euch aber vorzeitig noch. Und das Spiel ab 16... Ich müsste überhaupt 18 machen, muss ich gestehen. Und ich denke, ja, ich werde an Einhörner denken müssen und Blumen und grüne Wiese, Sonnenschein, Happy Life. Und dann wird irgendwer aus dem Spiel kommen und alles zerstören. Die Typen mit den Macheten wahrscheinlich. Ja, aber ich rede wieder viel drum rum. Ich wünsche euch eine gute Nacht, trotz diesem Spiel, trotz diesem Erlebnis, was wir jetzt alle geteilt haben. Ja, ich hoffe, dass ihr gut in die neue Woche kommt und ansonsten melde ich mich bei euch, falls ich innerhalb der Woche einen Stream einschieben werde oder auch nicht. Ja, spätestens Freitag bin ich aber für euch da und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiedersehen würden. Dann, ja, mit Little Nightmares oder Outlast 2.
Ja, bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, eine schöne Woche und ja, gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Bis dann. Ciao.